Willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder einen besonders spannenden Interviewgast für euch, und zwar sprechen wir heute mit dem Martin. Er ist der Geschäftsführer der Perfect GmbH und die suchen aktuell einen Junior Sales Manager, und die haben sich fokussiert auf den Bereich Ausdauersport, Triathlonsport, und wir werden heute mit dem Martin über die Stelle sprechen, was man dort alles genau machen darf, wer explizit gesucht wird, warum man sich bewerben sollte bei der Perfect GmbH. Und ich habe gesehen, dass der Martin jetzt schon mit dabei ist, und wir werden ihn einfach mal direkt mit dazu holen. Martin? Ja, siehst du mich? Nee, ich höre dich sehr gut, aber ich sehe bisher nur ein schwarzes Bildschirm. Ich weiß nicht, ob du was über deine Kamera drüber hast, oder? Nee, normalerweise nicht. Ich gehe mal komplett raus und komme gleich wieder. Okay. So, für alle, die sich parallel dazu schon mal mit der Stelle vertraut machen wollen, die Stelle vielleicht noch nicht gesehen haben, auf www.jobsimsport.de haben wir die Stelle noch mal relativ weit nach oben gesetzt. Da kann man sich die anschauen. Also es geht um die Stelle Junior Sales Manager bei der Perfect GmbH. Fokus liegt, wie schon gesagt, auf dem spannenden Bereich Ausdauersport, Triathlonsport. Die Perfect GmbH sind unter anderem für den Vertrieb einiger spannender Marken in dem Bereich zuständig, die wirklich inzwischen auch schon international bekannt sind, vor allem im Bereich Ausdauer, viele, viele Fans haben, und ich glaube daher eine sehr, sehr spannende Stelle. Und jetzt schauen wir mal, ob der Martin inzwischen schon wieder dabei ist, ob wir ihn dazu holen können. Martin, ich sehe leider schon wieder nur einen schwarzen Bildschirm. Ja, das liegt irgendwie daran. Ich muss mir doch, glaube ich, mal ein neues Handy kaufen. Ist okay. Ein altes Samsung S5, und die Kamera ist wohl gerade, hat sich verabschiedet hier. Ja. Dann machen wir es heute doch einfach mal à la Live-Podcast-mäßig. Denn wenn du jetzt eh schon dir die Zeit genommen hast und da bist, dann machen wir das ein bisschen als Hörspiel, und unsere Abonnenten sehen dann einfach mich, wenn es für dich in Ordnung ist. Denn ich glaube, am Ende kommt es ja auf den Inhalt drauf an und was du uns über die Stelle zu berichten hast. Genau, also können wir es gerne machen. Schön, dich auch mal wieder zu sehen. Ja, würde ich auch gern sagen, aber es ist auf jeden Fall schön, dich zu hören. Martin, geht's dir gut? Mir geht's wunderbar. Ich komme gerade, war noch eine Runde joggen gewesen. Vielleicht funktioniert deswegen auch die Kamera nicht, weil ich noch ein bisschen strubbelig aussehe. Aber okay. Letztendlich alles gut. Bei uns kommt jetzt die ruhigere Zeit in den Wintermonaten, wo wir allerdings einige Sachen ja vorbereiten können. Und deswegen sitzen wir jetzt ja auch hier zusammen. Genau. Ich habe dich gerade schon mal ein bisschen angeteasert und eure Stelle. Bevor wir darauf eingehen, kannst du vielleicht mal ein paar Worte zu dir und zu der Perfect GmbH, ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen, sagen. Und dann können wir mal direkt zu der Stelle rübergehen. Ja, wie Perfect aussprichst, das ist eigentlich egal. Das ist wie meine Mutter. Die spricht unseren Nachnamen auch immer unterschiedlich aus. Also manche sagen Perfects, manche Perfects. Letztendlich haben wir mit Perfects 1998 angefangen, sind auch immer im Ausdauersportbereich tätig gewesen, das immer noch unser Steckenpferd ist. Wir sind anders aufgestellt als andere Firmen, weil wir drei Bereiche haben, die wir abdecken. Wir haben einmal den klassischen Fachhandel, den wir betreuen mit Distributionsmarken und mit unseren Eigenmarken. Dann machen wir sehr viel im Private-Label-Bereich für andere Marken. Und zudem betreuen wir eben auch einige Lauf- und Triathlon-Veranstaltungen, für die wir das Eventmaterial produzieren. Okay, sehr cool. Ich habe es jetzt, wie gesagt, schon mal angeteasert. Ihr sucht einen Junior Sales Manager. Erzähl doch mal ein bisschen was zu der Stelle. Was sind da die Aufgabeninhalte? Was darf der künftige Mitarbeiter oder die künftige Mitarbeiterin da bei euch alles erledigen?
Letztendlich sagen wir immer, dass die Leute ihren Arbeitsplatz hier selber erschaffen können. Im Grunde genommen ist es natürlich ein Bereich, der im Verkaufsbereich liegt. Welcher Schwerpunkt das langfristig sein wird, das hängt auch von der Person drauf ab, die wir eben letztendlich bekommen. Wir haben eben die drei Bereiche, die wir abdecken wollen. Sicherlich Not am Mann ist am ehesten im Moment im Fachhandelsbereich mit unseren Brands, wo wir eben mit Anfragen nicht nachkommen. Das ist von unserer Seite eher ein Abarbeiten im Moment, weil aber auch der Ausdauersportbereich, ich glaube, da kann sich im Moment keiner beklagen, der in dem Bereich tätig ist. Nur da müssen wir einfach, wollen wir noch einen besseren Support unseren Kunden liefern und eben auch Neukunden letztendlich angehen. Kannst du vielleicht ein bisschen was zu euren Brands sagen, die ihr da vertretet, beziehungsweise die in eurem Portfolio habt? Ja, letztendlich die Brands, die wir nur vertreiben, die uns nicht selber gehören, ist einmal Compressport, für die haben wir den Vertrieb für Deutschland, Österreich. Ist eine Marke sehr stark im Bereich im Triathlon und im Trailrunning-Bereich. Da sicherlich auch die bekannteste Kompressionsmarke und Textilmarke. Mit Blue 70 haben wir einen Europavertrieb für eine Triathlon-Neopren-Marke, wobei das Neopren-Thema ist ja seit Corona nicht nur noch auf Triathlon bezogen, sondern auch das Outdoor-Swimming wird immer populärer. Und dann haben wir eben die sehr kleine, aber feine Laufschuhmarke Newton, wo wir, sag ich mal, uns überhaupt nicht mit den anderen Brands vergleichen wollen und vergleichen können, aber wo wir eine absolute Nische mitgefunden haben. Und Blue 70 und Newton vertreiben wir eben in Europa und haben da natürlich auch eine riesen Reichweite mit, die wir abdecken müssen. Da, wir geben ja immer unseren Abonnenten ein bisschen die Möglichkeit, im Vorfeld Fragen zu stellen. Wir kommen ja jetzt gleich auch noch drauf, was die Bewerber oder mitbringen sollten, aber da passt es einfach gerade dazu. Deswegen würde ich gleich mal eine Frage reingrätschen. Kam jetzt ein, zwei Mal die Frage, muss man Triathlon-Erfahrung mitbringen, um diese Stelle bei euch zu machen? Oder reicht es auch, wenn man beispielsweise einfach eine Ausdauersport-Affinität hat, eine hohe? Also man sollte eine Sportaffinität haben. Man braucht keinen Triathlet oder keinen Läufer zu sein, aber eine Sportaffinität sollte letztendlich schon da sein. Und ich sag mal, unsere Verkaufsleitung Mareike, die kommt vom Handball. Wir haben hier im Grafik, im Einkaufsbereich Handballerinnen sitzen. Die dürfte ich ja dann auch nicht einstellen. Okay, ja, nee, gut, das ist gut zu wissen. Jetzt kommen wir doch mal zu den Anforderungen. Ihr sucht einen Junior Sales Manager. Was sollte die Bewerberin, der Bewerber da schon mitbringen? Also erstmal Spaß an der Arbeit und Spaß eben auch mit Leuten umzugehen und die Kommunikation, die ist uns ganz wichtig. Es wäre natürlich schön, wenn er schon ein bisschen Außendiensterfahrung hat oder Kundenkontakt hat. Das kann aber auch im Einzelhandel sein. Das kann sein, dass er schon als Ambassador gearbeitet hat oder in irgendwelchen anderen Bereichen einfach Kontakt mit Kunden hatte. Das war tatsächlich eine weitere Frage. Wir haben ja oft bei uns die Markenbotschafter stellen und die Brand Ambassador stellen. Sprich, wenn man das während seines Studiums gemacht hat oder man hat Handelserfahrung während seines Studiums, dann zählt das für dich schon als Arbeitserfahrung und so eine Leute suchst du im Prinzip? Ja, auf jeden Fall. Reicht vollkommen aus. Alles klar. Wie sieht es mit dem Standort aus? Sucht ihr bei euch in Dorsten oder ist es eine Remote-Stelle? Ja, wenn ich mir den Mitarbeiter backen könnte, dann wäre es im Umkreis von Dorsten. Ja. Aber ich habe heute Morgen schon ein Bewerbungsgespräch geführt, der auch von weiter weg kam. Da sind wir flexibel. Aber wenn eben einer aus dem Ruhrgebiet kommt, aus dem Münsterland kommt, wäre es eben schön und ist vom Vorteil für uns. Alles klar. Du sagst, du hast jetzt schon Bewerbungsgespräche geführt. Man kann sich aber noch bewerben. Ja, ist es noch nicht zu spät? Nee, ich habe bis Ende November auf jeden Fall. Und okay. Da habe ich mir die Deadline gesetzt. Die ersten Gespräche, die ich jetzt führe, ist einfach, um die Kunden oder die Bewerber zu kontaktieren, kurzes Feedback zu geben, dass die Bewerbung bei uns angekommen ist und letztendlich ein, zwei Nachfragen stellen, die im Lebenslauf oder im Bewerbungsschreiben nicht eindeutig sind. Und dann sage ich eben allen, dass das ganze Verfahren erst Ende November beginnt. Okay, gut zu wissen. Sprich, du oder ihr kontaktiert auf jeden Fall jeden Bewerber, der sich bei euch meldet? Ja, haben wir bisher immer so gemacht und sogar ich persönlich. Ich gebe es nicht weiter. Okay, cool.
Leider, also man sollte meinen, das ist selbstverständlich, weil die meisten ja auch wirklich Zeit und Energie reinstecken, aber wir kriegen es immer wieder mit, dass das leider immer noch häufig so ist, dass man gar kein Feedback auf eine Bewerbung bekommt. Das ist natürlich immer schade. Aber wenn man es so transparent wie ihr handhabt, dann ist das natürlich eins mit Sternchen. Ja. Wie sieht denn bei euch so ein Bewerbungsverlauf aus, generell? Also man geht auf unsere Website, man sieht eure Stellenanzeige, schickt die Bewerbungsunterlagen ab. Wie geht's dann weiter? Ja, letztendlich, wenn einer Fragen hat, der kann mich vorher auch anrufen. Die Mobilnummer steht ja auch immer dabei. Bevor also die Bewerbung schreibt und noch Fragen hat, kann er mich vorab auch gerne anrufen. So, dann schickt er uns die Bewerbung per E-Mail zu. Das erste Gespräch ist meistens dann, wenn die Leute von weiter weg kommen, über Zoom. Das führe ich auch dann noch alleine. Dann geht es in die engere Auswahl. Und dann kommt eben mein Partner dazu. Seit dem 1.7. habe ich ja auch über deine Plattform den Geschäftsführer gefunden, der jetzt dabei Aha. ist. Und dann geht es eben in der zweiten Verhandlungsrunde, um da detaillierter mit den Leuten zu sprechen. Sehr cool. Und welches Team erwartet jetzt denn der künftige Mitarbeiter, die Mitarbeiterin bei euch? Wie viel arbeiten bei euch? Du hast ja vorhin schon mal ein paar gesagt, Vertriebsleiter, Marketing, Grafik. Was ist da zu erwarten? Also insgesamt sind wir mit 30 Leuten. Ich habe auch einen Standort in Köln, den ich zum 2.1. übernehme im Eventbereich. Und Ah, okay. je nachdem, in welchem Bereich derjenige sich aufhält, hat er eben einen Teil mit den Leuten zu tun. Wobei wir mit 30 Leuten ja jetzt noch eine sehr übersichtliche Firma sind. Und da laufen sich mehr oder weniger alle immer über den Weg. Ja. Cool. Sprich, wir haben bald noch neue Stellen in Köln zu erwarten. Jein, das ist im anderen Bereich hauptsächlich, Stefan. Da weiß ich nicht, ob wir über deine Plattform einen finden. Wir können es gerne mal ausprobieren, aber das hat weniger mit dem Sportbereich zu tun. Okay, jetzt geht es sowieso ja erstmal um den Sales Manager. Ganz am Ja. Ende geben wir immer nochmal, du kennst es, dem Gesprächspartner die Möglichkeit, nochmal ein bisschen was Positives über sich zu erzählen. Warum sollte man sich bei euch bewerben? Ja, letztendlich, das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal schon gesagt, unser Credo in der Firma ist eben nicht die beste Firma in der Welt zu sein, sondern die beste Firma für die Welt zu sein. Da haben wir in den letzten Monaten auch aufgerüstet, einen anderen Vertriebszweig, da sind wir Fairtrade zertifiziert jetzt. Wir haben andere ökologische Zertifizierungen, die wir angehen, sind im Gemeinwohlbereich tätig. Und ich glaube, wenn die Leute mal mit meinen Mitarbeitern hier sprechen, das macht schon richtig Bock, bei uns zu arbeiten und ist sicherlich von der Hierarchiedenken anders aufgestellt als andere Firmen und auch von der Vertriebstätigkeit eben anders aufgestellt als viele andere Firmen, die eben nur einen Bereich abdecken. Und da ist einfach eine Riesenabwechslung auch bei uns. Also ich kann es übrigens zurückgeben, wir arbeiten ja nun schon einige Jahre zusammen und hier immer mit dir auch im Kontakt gewesen und bist auf jeden Fall immer ein positiver Zeitgenosse und hat immer Spaß gemacht, es auch immer für solche Themen wie so ein Interview hier zu haben, auch wenn mal das Bild fehlt. Von daher, das können wir auf jeden Fall nur so zurückgeben und kann mir gut vorstellen, dass das bei euch im Team eine Menge Spaß macht. Und was ich mir aber auch noch vorstellen könnte, das ist sicherlich auch nicht unwichtig für die persönliche Entwicklung, wenn man mit so vielen verschiedenen Marken zu tun hat, wie jetzt bei euch, dass man natürlich auch eine Menge neuer Leute kennenlernt und natürlich das eigene Netzwerk in der Sportbranche dadurch auch noch vergrößert, oder? Ja, sicherlich. Und auch weil wir eben den Europavertrieb haben, bleibt es eben nicht nur auf Deutschland oder Österreich beschränkt, sondern ich glaube, ein viel größeres Netzwerk bei einer kleinen Firma, so wie wir jetzt sind. Wir wollen uns jetzt nicht mit den großen Playern vergleichen, ist schon richtig gut. Cool. Martin, dann bedanke ich mich recht herzlich für die Zeit und auch für das, wie gesagt, etwas andere Interview, diesmal ohne Bild. Trotzdem vielen Dank, dass du das jetzt so mitgemacht hast. Und ich würde sagen, wie immer, wenn noch Fragen reinkommen, leite ich sie einfach an dich weiter. Dann kannst du sie auf direktem Wege beantworten, wenn das in Ordnung ist. Ja, auf jeden Fall, Stefan, ich bedanke mich auch und beim nächsten Mal habe ich dann vielleicht auch ein neues Handy. Ja, bitte. Alles Alles klar, klar. bis. Mach's gut. Ciao. Ciao.